Hallo zusammen, willkommen zu einer Folge, die diesmal wirklich ein bisschen aus der Reihe fällt von den üblichen Themen, die ich hier sonst so behandle. Und ja, wir müssen reden. Worum es genau geht, das erfahrt ihr gleich. Ja, ihr Lieben, ich habe lang überlegt, wie ich euch das wohl sagen soll, aber ehrlich gesagt fehlen mir dazu wirklich so ein bisschen auch die Worte. Es kam jetzt über mich auch sehr plötzlich. Innerhalb von 3 Tagen ist etwas passiert und entsprechend musste ich handeln und dadurch verändert sich einfach alles grundlegend. Das ist nun mal so im Leben, es passieren Dinge, die verändern das Leben, die machen alles nochmal ganz anders. Und ja, dadurch entstehen wieder neue Sachen. Eine Tür schließt sich, die andere öffnet sich. Es passieren wieder ganz andere, neue, wundervolle Dinge. So ist das. Und deshalb heißt es eben auch, wie doch ab und zu mal im Leben Abschied nehmen. Und dieser Moment ist jetzt gekommen und tatsächlich... fällt es mir wirklich schwer. Es geht um meinen Herbie. Und ich habe dieses Auto einfach unglaublich lieb gewonnen. Und ja, es ist vielleicht bescheuert, aber ich vermisse es jetzt schon. Ja, es tut mir halt selber auch ein bisschen weh, weil ich so viel mit diesem Fahrzeug erlebt habe und das noch gar nicht realisiert habe richtig, was jetzt aktuell gerade alles passiert. Und ja, es macht mich sehr traurig. Aber die Entscheidung ist gefallen und das ist für mich persönlich auch die richtige Entscheidung. Ich bin super happy damit, super glücklich. Aber so wie immer im Leben ist es nun mal schon auch so, man gewöhnt sich an viele Dinge. Man gewinnt Dinge lieb, so wie ich dieses Auto. Es ist bescheuert, es ist nur ein Fahrzeug, aber ja, trotz allem stecken einfach extrem viele Erinnerungen dran, extrem viele Erfahrungen, die ich mit Herbie sammeln durfte. Und ja, und dementsprechend schwer fällt es mir, das jetzt zu verkünden, dass ja, die Zeit mit Herbie und mir tatsächlich dem Ende zugeht. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Der ist einfach so sehr in mein Herz gewachsen. Und wie gesagt, wir haben extrem viel erlebt. Ihr habt alles mitverfolgen können oder vieles davon mitverfolgen können. Die Reise nach Marokko als großes, großes Highlight von all dem. Die Entwicklung des Frank, der Küche, des ganzen Schlafbereichs und der gesamten Raumaufteilung in diesem Fahrzeug war einfach... ja, für mich was ganz Besonderes, das zu entwickeln. Und es war halt meine Leidenschaft, das auszutüfteln, auszuprobieren. Und ja, alles hat mal irgendwann ein Ende und Neues wird wieder kommen. Daher, ja, dürfte ich mir eigentlich gar nicht zu viele Gedanken drum machen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein schönes Zeichen zu wissen, dass es eine schöne Zeit war und irgendwie auch es schön ist, dass der Abschied schwer fällt, weil wenn er mir leicht fallen würde, dann wäre es auch nicht das richtige Auto für mich gewesen. Und es war absolut das richtige Auto für mich, für die vergangene Zeit, für die 2,5 Jahre, die ich mit Herbie jetzt zusammen verbracht habe, die wir wirklich durch dick und dünn gegangen sind und alles ausgekostet haben, was das Roadtrip-Leben mit Tesla hergegeben hat. Und ja, ich werde mich jederzeit gerne, sehr, sehr gerne
wieder daran zurückerinnern. Aber ja, die Entscheidung ist getroffen. Ich habe sie aus gutem Gewissen und ja, aus voller Überzeugung selbst getroffen. Und leider ist sie letztendlich gegen Herbie gefallen. Ausschlaggebend waren dafür verschiedene Punkte. Also es ist nicht so, dass ich ihn abgeben musste. Es war meine freie Entscheidung. Aber es schwebte mir schon länger im Kopf rum, dass sich da irgendwie vielleicht mal was ändern könnte. Und es gibt einfach so ein paar K.O.-Kriterien leider an diesem Auto für mich, die ja dann doch dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt in den sauren Apfel beißen und ja, mein Fahrzeug wechseln. Und dieser Moment ist jetzt gekommen. Herbie steht schon in den Startlöchern, in ein neues, großartiges Leben, wo auch immer. Genau, er steht gerade zum Verkauf. Also, wer von euch Interesse hat, meldet euch gerne. Die Frankküche gebe ich auch gerne mit. Darüber können wir noch im Einzelnen sprechen. Ich verlinke euch das Ganze auch gerne nochmal. Und ja, es kommt ein neuer Abschnitt, auf den ich mich schon riesig freue. Denn die Entscheidung ist zwar schon gegen Herbie gefallen, aber zur gleichen Sekunde ist sie auch schon für ein neues Fahrzeug gefallen. Und auch dieses Fahrzeug steht schon in den Startlöchern und ich kann auch das noch gar nicht glauben. Ich freue mich unglaublich auf dieses Fahrzeug und endlich damit durchstarten zu können. Ich muss jetzt noch so ein bisschen den Übergang planen. Da steht noch einiges an zum Organisieren. Es war auch ein bisschen ruhiger in letzter Zeit, habt ihr vielleicht gemerkt. Es war sehr, sehr viel Trubel im Hintergrund, um das alles zu managen und in die Wege zu leiten. Und ja, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Entscheidung für oder gegen ein Auto innerhalb von 3 Tagen gefällt. Das war jetzt der Fall, war für mich auch eine neue Erfahrung, das zu machen, das Risiko einzugehen. Und ja, es kommt was Neues. Ihr könnt euch drauf freuen. Es ist gigantisch, es wird richtig cool. Ich freue mich riesig drauf, euch das Ganze vorzustellen. Es wird natürlich keinen Stopp geben auf diesem Kanal. Es wird ohne Ende weiter Content geben, auch von Herbie und mir steht noch einiges aus. Wir haben noch so viele Touren, Roadtrips und Events besucht, Reisen gemacht zusammen. Die sind alle noch überhaupt nicht veröffentlicht. Das heißt, da wird noch eine ganze, ganze Menge an Content für euch auf diesem Kanal mit Herbie und mir stattfinden. Und das ist alles abgedreht. Da könnt ihr euch noch wirklich auf eine Menge Inhalt freuen. Und das heißt, Herbie ist noch nicht wirklich weg vom Fenster, aber ja, rein physisch wird er bald weg sein, das ist schon so. Aber online für euch wird er noch eine ganz lange Zeit auch weiterhin zu sehen sein, denn das wird noch wirklich lange dauern, ehe das alles online gegangen ist. Ja, wie geht es jetzt weiter? Natürlich, der Content wird sich nicht verändern. Es bleibt beim Thema E-Mobilität, es bleibt beim Thema Camping und Roadtrips. Auch das neue Fahrzeug wird dafür wieder ausgelegt und umgebaut, weiterentwickelt, weitergebaut. Freut euch auf eine ganze Menge neuer Inspirationen. Es wird eine komplett neue Welt auch sein. Und ja, da wird einiges kommen. Warum ist letztendlich die Entscheidung gegen Herbie gefallen? Dazu noch ganz kurz. Es gibt einfach, wie ich schon angedeutet habe, K.O.-Kriterien, die unumkehrbar sind. Und dazu gehört als wichtigster Punkt der Kofferraum des Model 3. Das ist nun mal ein Stufenheck und das kann man auch durch nichts auf dieser Welt verändern. Das ist einfach fest dort eingebaut. Man hat diese feste Ablage und ich bin dadurch in meiner Handlungsfreiheit im Innern des Fahrzeugs auf jeden Fall eingeschränkt. Das lässt sich nicht umbauen, das lässt sich nicht durch irgendwas ausgleichen. Ich habe auch keine Anhängerkupplung, die hätte ich nachrüsten können, um dadurch meinen Raum noch zu erweitern. Aber letztendlich hat es die Summe dieser Punkt, der Kofferraum, der hat es im Grunde ausgemacht. Der ist unumkehrbar und ich habe mich letztendlich einfach dagegen entschieden. Das heißt, die Entscheidung kommt einfach nur daher, aus diesem Grund und schlummert schon einige Zeit bei mir. So in dem einen oder anderen Kommentar im Video habt ihr es vielleicht auch mal mitgekriegt. Da habe ich mich einfach am Anfang vielleicht, ja, oder
was heißt nicht richtig drauf eingestellt, gar nicht mal, denn für den Zeitpunkt, für die letzten 2,5 Jahre war es perfekt. Nun ist es aber so, dass ich auch da eventuell noch ein bisschen was tun würde und ich vielleicht nicht mehr lange alleine reisen werde und vielleicht in Zukunft da auch ein Hund auf jeden Fall dazukommt. Und wer weiß, wie sich das Ganze dann noch entwickelt. Und dafür ist dann leider das Stufenheck mit der Ablage hinten, die fest verbaut ist, wirklich extrem unpraktisch, um dort länger mit auf Reisen zu sein. Deshalb, ja, so ist es nun mal im Leben. Alles hat ein Ende, es geht trotzdem irgendwie weiter. Und ich bereue keine Sekunde mit Herbie. Es war einfach eine wundervolle Reise. Ich werde dich vermissen. Ja. Aber das Schönste sind ja die Erinnerungen und die bleiben. Und die haben wir unendlich viel erschaffen. Und ja, die Zeit mit Herbie werde ich nicht vergessen. Aber jetzt kommt etwas Neues, etwas Frisches und ihr könnt euch wirklich drauf freuen. Ihr könnt ja schon mal so ein bisschen spekulieren, womit ihr rechnet, was ihr denkt, was da als nächstes kommen wird. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf. Ja, das war's soweit mit uns beiden vorerst. Und ja, ein bisschen ist ja noch bei mir, aber nicht mehr lange, wie gesagt. Und dann steht der Wechsel an. Also, wir sehen uns wieder. Mit dem neuen Fahrzeug. Seid gespannt!